Sehen Sie schon, Entschuldigung, ich bin mit meinen Recherchen noch nicht ganz so weit, aber gut, und, wo habe ich das jetzt? Ich habe mir noch einiges. Also gut, NGV. Also, NGV. Ganz schnell unter Ihnen. Also die Schnellchecker werden jetzt wahrscheinlich schon geschaltet haben. Es handelt sich hierbei um eine Abkürzung. Also MGV. Und die Abkürzung bedeutet... Also ja, hier. Männergesangsfrei. Ja, es wird gerne und häufig auch mit HGV verwechselt. Aber das ist natürlich... Das ist ein absoluter Schmarrn. Nicht in meinem HGV, das ist ja der Hoteliers- und Gastwirteverband. Das hat mit dem MGV überhaupt nichts zu tun. Bis auf die Tatsache, dass die Gastwirte hinter dem Tresen stehen und die MGV-Leute stehen meistens vor. Mein Gott, das ist... Ja, der MGV, also der Männergesangsverein, ging ja damals aus dem Krapfschen, also Dr. Krapfschen Quartett hervor, nicht? Und daran erkennt man auch schon die klare Ausrichtung an die Tradition dieses Vereins, nicht? Also Tradition wird groß geschrieben, weil Doktoren sind heute noch jede Menge dabei, also bei Männergesang, und Krapschen tun die meisten auch nach wie vor ganz gut. Das, Klammer zu, wir machen einen großen Sprung. Große Männer haben den Weg des MGV dann gekreuzt anschließend. Also stellvertretend wäre da zum Beispiel der Orgelotter, das ist der Otto Rubatscher, der hat jahrzehntelang dem MGV seinen Stempel aufgedrängt, gedrückt, gegeben, so quasi nicht. Und dann kurzfristig war auch der Andreas Elikosta, Obmann, der hat auch gestempelt, also der hat sich auch. Quasi singend, also mit Dingsbums nicht. Und jetzt machen wir den Sprung zu heute. Seit 2007, sehen Sie, ich habe zufällig genau den richtigen Zettel dran. Seit 2007 steht Christian Unterkircher aus Lappach am Dirigentenpult. Nicht? Ja, der Arme, nicht? Ich meine, das sind immerhin mittlerweile 5 Jahre, die er da schon steht. Das kann ganz schön ins Kreuz gehen. Also gut, also dieser Christian Unterhofer singt und musiziert von Kindesbeinen an, nicht? Der ist immer überall da, wo es um Musikalisches geht, ist er dabei, ist ein wahrer Kenner und Liebhaber der Chormusik und des gepflegten Volksliedes, nicht? Da drängt sich jetzt natürlich schon die Frage auf, was ihn schlussendlich dazu bewegt hat, um Gottes Willen den Männergesangsverein Brixen zu übernehmen. Wenn man schon einmal Musikkenner ist, aber bitte, dass... Das sind so Sachen, da wird man nie ganz schlau draus. Sie können hinterfragen, ich habe es auch in meiner Recherche, ständig bin ich auf solche komischen Anomalien gestoßen, die ich jetzt wissenschaftlich vielleicht nicht näher ergründen möchte. Ja. Obmann ist ja der Alfred Elikosta. Nicht der, der ist auch verwandt mit dem früheren Andreas. Das ist ein Schlosser, der führt mit Eisenhand, führt quasi den Verein jetzt und der singt auch mit und... Ja, ich mach's kurz. Die großen Erfolge vielleicht ganz kurz, habe ich hier irgendwo. Ja, 2001 die Goldmedaille in Prag, nicht die Goldmedaille, für ja, was wird's gewesen sein? 100 Meter synchron singen wahrscheinlich oder sowas in der Art, nicht? Gut, dann zu erwähnen, für als gesellschaftlicher Beitrag ist natürlich auch das Stadtlerlachen zu Fasching jedes zweite Jahr oder die Hobelschorten sind natürlich auch zu erwähnen als Beitrag zur Gesellschaft der Stadt Brixen oder bei den Hobelschorten eben auch als Beitrag zum Unfrieden innerhalb dieser Gesellschaft. Das ist sehr witzig, also ich hänge ja jahrelang an solchen Sachen da. Gut, aber wie gesagt, wir wollen hier und heute ja nicht einen wissenschaftlichen, analytischen Abschnitt des MGV 150 Jahre machen. Nein, das hat es geheißen. Nein, bitte nicht zu wissenschaftlich, nicht zu schwierig, weil die Leute wollen sowieso nicht mit. Gut, dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir hinaus auf die Straße. Ja, und fragen den Mann von der Straße mal, was er so vom MGV, was da alles so hängen geblieben ist in den letzten 150 Jahren. Und deshalb haben wir uns sofort in die pulsierende Metropole Brixen hineingeworfen mit Kamera und Mikrofon und haben den Mann von der Straße befragt. Die erste Frage war, jetzt muss ich, was bedeutet die Abkürzung MGV? Sehr spannend. Keine Ahnung, ich weiß nicht. MGV hat irgendwas mit einem Verein zu tun oder mit einer Provinz, Landesstelle für Tourismus. MGV? Keine Ahnung. M steht für Matt. Keine Ahnung.
keinen Verein, er heißt MGW. Soll heißt Männer und Weiber und Geschlechtslose, aber MG Frauen in ihr gehört. Das kann nur der Männergesangsverein Brixen sein. Das sagt mir gar nichts. Männergesangsverein Brixen. Männergesangsverein Brixen. Männergesangsverein Brixen. Männergesangsverein Brixen, ja. Männergesangsverein. Benet, MGVB heißt es. MGVB. MGV. Männergesangsverein. Männergesangsverein. Männergesangverein. Männergesangverein. MGV, Männergesangverein. Nein, wirklich nicht. Mit Gott verbunden. Mitgehangen, mitgefangen. Mit der Thurgau, Graufenatsch, Veltliner, Prost. Nein, das kann ich hier nicht sagen. Also nicht vor laufender Kamera. Ich glaube, das hat alles keinen Sinn. Nicht. Aber ich habe die zweite Frage, die wir auf der Straße gestellt haben, und jetzt wird es ganz interessant. Gell? Zweite Frage. 150 Jahre NGV. Sollte da jetzt nicht irgendwann einmal auch Schluss sein? Das finde ich schon. Das finde ich absolut. Nein. Doch. Ich denke, das ist ein Staumfang. Ich hoffe nicht. Nein, ich das nicht. Nein. Nein, weiter. Immer weiter. Singen und immer weiter. Ich bin auch immer weiter. Schon endlich haben wir auch her. Der Männergesangsverein ist für Brixen ganz was Großes, ganz was Tolles. Kann ich nicht beurteilen, weil wir den nicht kennen. Das bewegt sich natürlich viel ins kirchliche Milieu. Kann ich nicht beurteilen, weil wir den nicht kennen. Na, wieso soll es Schluss sein? Das kommt ein richtiger Schuss, oder? Nicht nur, wenn ich bedenke, jedes zweite Jahr die große Faschingsveranstaltung von HGV. Nee, soll das weitermachen. Das dauert schon viel zu lang. Also so aktiv wie der Verein zurzeit ist, brauchen Sie nicht Schluss machen. Nee, Traditionen müssen länger halten wie 150 Jahre. Nein. Keine Ahnung. Es muss immer gesungen werden. Ich finde es einfach toll, wie Sie es machen. Ja. Verjüngen, verjüngen. Verkauft es today? Nein. Da kann ich wirklich nicht antworten. Ich habe da keine. Ich kenne niemanden. Nichts zu tun damit. Also die dritte Frage, mit der wir uns quasi in die Meute gestürzt haben, war, wie kann man sich innerhalb des MGV, also des Männergesangsvereins, eine befruchtende Zusammenarbeit vorstellen? Oder vielleicht ein bisschen anders formuliert, damit man es auch versteht, bräuchte es zum Befruchtungsvorgang nicht auch einmal ein paar Frauen? Die Frauen sind wahrscheinlich froh, wenn die Männer singen gehen, haben sie auf Nacht der Ruhe, oder? Der MGV befruchtet sich durch Selbstbefriedigung. Die werden wohl Frauen haben, oder? Bestäubung. Nicht geht das nicht. Geht nicht. In der Pferdewelt ist ja gang und gäbe die Embryo-Verpflanzung, nicht? Schwierig. Überhaupt nicht. Man muss fremdgehen. Ja, fremdgehen. Indem man dorthin fährt, wo schöne Frauen sein, ne? Oder? Auf intellektueller Ebene, indem man sich über den Inhalt des Gesungenen auseinandersetzt vielleicht? Geht nicht. Indem man das aufs Geistige beschränkt? Geht nicht. Es kommt ganz auf die Fantasie drauf an. Die befruchten sich nicht gegenseitig. Die brauchen eine Frau. Auf die Frauen verzichten die ja nicht so viel mir bekannt ist, denn dafür organisieren sie ja auch Ausflüge. St. Petersburg waren sie ja letzthin. Und dann werden die Männer ruhig und dann kommen sie relaxed heim und sind voller guten Schwingungen. Und das ist eigentlich danach die Befruchtung, oder? Ich weiß nicht, ich bin nicht dabei. Nach den Proben scheinen sie auch nicht das andere Geschlecht. Deswegen glaube ich, seien sie da ganz gut beraten, manche Minuten auch ohne Frauen zu verbringen. Schließlich und endlich haben wir uns auch auf die Suche nach Talenten gemacht. Ja, zumal Nachwuchs ja auch ein großes Thema im MGV ist. Wir sind an der Altersstruktur. Die brauchen junge Leute. Und wie wir auch gehört haben, mit Befruchtung und Frauen haben sie es nicht so. Also müssen wir den Nachwuchs auf der Straße suchen. Und deshalb haben wir ein schnelles Sing-Casting in Brixenstraßen gemacht, um dieses neuhochdeutsche Wort Casting auch einmal gebrauchen zu dürfen. Und dabei ist Erstaunliches zutage getreten. La Montanara West. So ein Mann, so ein Mann. Sieht mich unwahrscheinlich an. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Ich bin mehr so eher wie der Fisch, so stumm. In der Badewanne ab und zu. Holla da Rittio, ho da reit am Tee. La 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 la. Oh mein jetzt noch leid. Wohl ist die Welt so groß und weit. Nein, absolut musikalisch.
und sagt, dass alles besser wird. Hänschen klein ging allein. La 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 la. Alle Vöglein sind schon da. Happy Birthday to ya. Ich kann nicht singen. Das ist unser schönstes Leben. Frisst der Bratel, trinkt Wein, so oft möchte ich sein. Oh my, jetzt no life. I've heard there was a secret chord that David plainly pleased the Lord. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will haben, wer gute Kuchen? Oh my, jetzt no life. Da glaube ich, das haltet das Mikrofon nicht aus, wo der Bürgermeister hinkommt. Mal schauen. Ich glaube, das hat alles keinen Sinn. Das hat keine Zukunft, das Ganze. Ich meine, 150 Jahre sind ja auch schon was, nicht? Ich meine, gut. In diesem Sinne, ad multos. Ist ja wurscht.